Hi, ich bin hier in Jülich auf dem Landesgartenschaugelände. Dieser Ort wird für viele Fans von historischer Bedeutung sein. Denn heute am 14.08. geben Cord & The Act ihr drittletztes Konzert. Wie ihr sicher alle wisst, werden sich die Jungs von Cord & The Act trennen und gehen eigene Wege. Aber mehr dazu gleich nach unserem Klassiker-Tun, Der herzlose Ritter. Ich werde mich jetzt mal zwischen die Fans mischen und gleich gibt's exklusiv für den Disney Club ein Gespräch mit Eloy, Lee, Benjamin und Bastian. So, ich habe jetzt hier richtige Cord & The Act Fans. Seid ihr doch, oder? Ja! Hossa, das war die Bestätigung. Und wie habt ihr denn reagiert, als ihr erfahren habt, dass Cord & The Act sich trennen wird? Ja, ich finde das eigentlich nicht so gut, weil die haben so viel Erfolg und jetzt auf einmal trennen die sich. Also du wirst sie jetzt ja nochmal das letzte Mal live sehen und dann wahrscheinlich nie wieder. Was ist das für ein Gefühl für dich? Ja, ist eigentlich traurig, weil man hat die immer gesehen im Fernsehen und in Shows und überall und jetzt auf einmal nicht mehr, da fehlt einem irgendwie was. Was wünschst du denen jetzt konkret für die Zukunft? Dass ein weiteres Leben, dass sie so leben wie sie jetzt, also immer ein schönes Leben haben werden und dass sie auch immer Freunde bleiben werden und dass sie sich nicht im Streit trennen. Traurig, aber dennoch gefasst sind die Reaktionen der Fans. Im Gespräch mit Benjamin, Eloy, Lee und Bastian habe ich ähnliche Gefühle festgestellt. Sowohl den Fans als auch der Band fällt der Abschied sehr schwer. Bastian, ihr wartet so viele Jahre erfolgreich, jetzt löst ihr euch auf. Was war der Grund dafür? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich glaube, wenn etwas schief geht im Leben, ist es sehr schwierig, um zu sagen, das ist die Grund. Vielleicht ist es jetzt Zeit, um ein bisschen mehr Privatleben zu haben, auch ein bisschen unsere Freunde zu sehen, auf Urlaub zu gehen. Das ist jetzt das drittletzte Konzert für euch. Was fühlst du, wenn du weißt, dass alles langsam zu Ende geht? Very emotional. On one hand. Es berührt uns sehr. Einerseits ist es schön, noch ein paar Mal als Cord & The Act auf der Bühne zu stehen und die Fans zu sehen. Andererseits sind wir sehr traurig, weil wir jetzt wissen, dass es zu Ende geht. Es ist schwer, nicht auf der Bühne zu weinen, wenn wir die traurigen Gesichter im Publikum sehen. Wir wollen ja auch eine gute Show für die Leute machen. Eloy, was planst du für die Zukunft? Alles ist jetzt ein bisschen schneller nach draußen gekommen, dan we eigenlijk gewild hebben. Deshalb sind wir noch in einer ganz großen Schock im Moment. We vielleicht etwas mit moderieren machen, aber bestimmt auch in Musik bleiben, weil das Kontakt zu den Fans bei live auftreten, das ist super. Das will ich nicht vermissen. I might want to go back. Ich werde vielleicht nach London ans Theater zurückgehen. Aber ich möchte auch Deutschland und die Fans hier nicht zurücklassen. Also werde ich hier vielleicht auch etwas machen. Ich weiß leider noch nicht, was das sein wird, aber ich sage es euch, sobald ich mehr weiß. Ich habe immer Musik gemacht. So, ich soll immer Musik machen. Aber wie und wann und wo, das weiß ich nicht genau. Ja, der Zukunft. Ja, ich glaube, auf Fernsehen gesagt ist, dass wir aufhören, habe ich sehr viele Karten in meine Hand gedrückt gekriegt. So, ja, ich muss mal ein bisschen gucken und ja. Ein bisschen schauspielen vielleicht oder ein bisschen singen auch und ein bisschen ja, Freiheit, das ist immer gut. Vielen Dank für das Interview. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut und bye bye. Weiter sehen.